23. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Eva. Großstadt Weihnachten von Kurt Tucholsky. Nun senkt sich wieder auf die heimschen Fluren die Weihnacht, die Weihnacht. Was die Mamas bepackt nach Hause fuhren, wir kriegen's jetzt so freundlich dargebracht. Der Asphalt glitscht, kann Emil das gebrauchen? Die Braut kramt schämig in dem Portemonnaie. Sie schenkt ihm, teils zum Schmuck und teils zum Rauchen, den Aschenbecher aus dem Emalchglasé. Das Christkind kommt, wir jungen Leute lauschen auf einen stillen, heiligen Grammophon. Das Christkind kommt und ist bereit zu tauschen, den Schlips, die Puppe und das Lexikon. Und sitzt der wackre Bürger bei den Seinen, voll Karpfen, still im Stuhl um 9:30, dann ist er mit sich selbst zufrieden und im Reinen. Ach ja, so ein Christfest ist doch auch ganz schön. Und froh gelaunt spricht er vom Weihnachtswetter, mag es nun regnen oder mag es schneien. Jovial und schmauchend liest er seine Morgenblätter, die trächtig sind von süßen Plaudereien. So trifft er nur auf eitel Glück hienieden in dieser Residenz Christkindleins Flug. Mein Gott, sie mimen eben Weihnachtsfrieden. Wir spielen alle, wer es weiß, ist klug. Ende von Großstadtweihnachten.